Also wie Sie sehen, befinden wir uns gerade mitten in der Vorbereitung für unsere große und ich möchte sagen sensationelle Jubiläumsausstellung mit bisher ungezeigten Exponaten. Was hat das für Exponate? Diese Exponate sind Gegenstände, Schriftstücke eben aus dieser Zeit. Chroniken, Notizen und auch Tagebücher, die natürlich erst transkribiert werden müssen, weil sie ja in Kurrentschrift verfasst sind. Zum Beispiel wissen wir aus einer alten hinterlassenen Schulchronik, dass sich der Franz Xaver Gruber immer ganz penibel die Bierpreise notiert hat. Warum zahlen Sie sie erst jetzt? Naja, schauen Sie. In unseren Archiven, da lagert eine Unmenge von Material, das erst gesichtet werden muss. Wir als Museum kriegen oft aus Nachlässen Möbelstücke, Schriftstücke, die uns geschenkt werden und von denen wir keine Ahnung haben, welche neuen Erkenntnisse wir aus diesen Stücken einmal gewinnen werden. Natürlich kann nicht alles auf der Stelle durchgeschaut werden. Oft spielt auch der Zufall eine große Rolle. Ein Haus wird verkauft, wird abgerissen, der Dachboden wird entleert und in diesen Dachböden finden wir Schätze aus dieser vergangenen Zeit. Und jetzt, im Jubiläumsjahr, da haben wir neue Ressourcen. Und wir können endlich das eingelagerte Material aufarbeiten. Gerade jetzt, und da bitte ich Sie wirklich um Diskretion, das sage ich Ihnen jetzt wirklich im Vertrauen, wird ein Tagebuch von Josef Mohr transkribiert. Und wir haben keine Ahnung, welche neuen Erkenntnisse wir aus diesem Schriftstück gewinnen. Also wie Sie sehen, dieses Jubiläumsjahr ist in diesem Sinn wirklich ein großer Segen für uns. Samstag, 24. Oktober 1818. Ich traf mich mit Franz Xaver zum regelmäßigen Liederabend auf Einladung der Wirtin Theres im Gasthaus Seetal zu Holzhausen. Die erste Gruppe stimmte gerade ihren Gesang an, als Franz Xaver wie immer sein Notizbuch zückte und den Bierpreis notierte. Danke! Wie viel kostet denn? 5 Kreuzer! Franz, was soll sich denn geändert haben seit Erntetag? So lange ist das auch noch nicht her. Ha, los mich! Ordnung muss sein! So weiß ich immer Bescheid, wie viel das das nächste Mal rausgehen. Grüß euch! Alles gut bei euch? Nachdem der Bierpreis nicht gestiegen ist, ja, es passt alles. Und? Hören wir von dir heute auch noch einen Beitrag? Ich glaube, ich lasse heute mal die anderen vortreten. Das war ja mal ganz was Neues. Aber wer weiß, vielleicht lasse ich mich doch noch überreden. So! Also, wer von Ihnen kann mir sagen, wie der Josef Mohr in Wirklichkeit ausgeschaut hat? Ja, dunkle Haar. Mhm. Nein, das ist der Gruber. Der Mohr hat helle Haare eigentlich sich gehabt. Also, in Wirklichkeit wissen wir überhaupt nicht, wie der Josef Mohr ausgeschaut hat. Es gibt nämlich kein Bild von ihm, natürlich keine Fotografie, aber auch kein gemaltes Bild, das wirklich zu seinen Lebzeiten gemalt worden wäre. Erst 1920, also in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts, wurde seine Leiche exhumiert und dann nach der Schädelform ein Porträt angefertigt. Apropos Bilder, ein weiterer Irrglaube ist, dass an jenem 24. Dezember 1818 in der Nikolakirche zu Oberndorf der Franz Xaver Gruber mit der Gitarre das Lied begleitet hat. Stimmt aber nicht. Er hat nur die Melodie geschrieben. Er war ja Organist. In Wirklichkeit hat der Josef Mohr auf der Gitarre das Lied begleitet. Ach, der Josef Mohr, das habe ich aber nicht gewusst. Aber auf die Bilder ist es immer anders dargestellt. Richtig. Na, das gibt's ja nicht. Na, das ist ja eine Sensation, das gibt's ja nicht. Na,
Das ändert alles. Das muss ich sofort dem Rudi sagen. Genau. Also seit 1995, seit der authentischen Veranlassung, wissen wir genau, wer die Schöpfer des Stillen Nachtes waren. Und seit dieser Zeit sind auch Gruber und Mohr als Väter des Liedes anerkannt. Und das ist der Grund, warum wir genau hier einen Moment. Einen Moment, bitte. Ich bin gleich bei dir. Wir sind hier gleich fertig. So, dann sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Führung. Ich möchte mich für heute recht herzlich bedanken und Sie entlassen, ohne darauf zu vergessen, Sie darauf hinzuweisen, dass wir ab Herbst unseren neuen Stille-Nacht-Shop hier eröffnen mit extra für Sie von mir ausgesuchten neuen Produkten, die Sie hier käuflich erwerben können. Für heute. Weißt du überhaupt, was das bedeutet? Das ist ja eine Sensation. Das steht ja alles auf dem Kopf. Die Geschichte, den Standort, alles. Einfach alles. Hast du schon mit irgendwem drüber geredet? Nein, du bist der Erste. Bin sofort zu dir gekommen, weil sowas gehört richtig steht. Morgen geht dann zum Landesdirektor und erzähl ihm das. Weil noch ist genug Zeit, muss ich ihm alles richtig stellen. Weil die Tafeln sind noch nicht gedruckt. Glaubst du, dass irgendwer noch unsere Tafeln anschaut? Dass irgendwer noch da herkommt? Die werden alle noch Holzhausen laufen. Sind da schon Geld reingesteckt? Wieso Geld? Zeit. Zeit ist Geld. Was glaubst du denn, was ich dem Museum schon Zeit geschenkt habe? Weißt du, was am besten ist? Du gibst das Tagebuch mir und ich gehe gleich morgen in der Früh zum Landesdirektor. Nein, jetzt aber warten wir ein bisschen. Weil ich bin ja noch nicht fertig mit dem Übersetzen. Und wer weiß, was da sonst noch alles drinsteht. Aber sobald ich die Übersetzungen fertig habe, dann gebe ich dir das Tagebuch und dann können wir sehen. Gell? Und, weil so könnt ihr ja nichts mit dem anfangen. Aber ich mache mir jetzt am besten gleich an die Arbeit. Aber gell? Kein Wort zu niemandem. Nein, natürlich nicht. Morgen. Oh, morgen. Ah, soll ich schon ein Leberkäse sehen? Hat dir dein Horoskop nichts gesagt, dass du heute in der Früh schon aussehen musst? Was haben wir denn da? Das Opfer heißt Dr. Roswitha Thaler. War mit dem Rad unterwegs. Und dürfen von einem Auto niedergefahren worden sein. Unfall? Nein, glaube ich nicht. Schau her. Das Opfer ist mit dem Rad gefahren und ist sogar auf der Seite stehen geblieben, damit das Auto vorbeifahren kann. Was aber nicht sein kann, weil das Auto müsste ja locker vorbeikommen sein, ohne dass die Frau erwischt. Aber das Auto muss schon sehr schnell dran gewesen sein. Weil das Radl liegt da und die Frau haben wir da hinten gefunden. Und bei einem normalen Unfallaufprall war die Flugkurve nicht so hoch. Wir haben da keine Bremsspuren feststellen können. Schaut so aus, wie wenn das Opfer das Ziel gewesen war. Mord. Interessant. Ja. Was gibt es sonst noch? Wir haben Spuren sicherstellen können. Die führen zum Opfer hin und auch wieder weg. Genaueres geben wir euch dann durch. Der Rucksack, mein Geld und Handy ist alles da. Also ausgeraubt ist das Opfer nicht worden. Und Lackspuren haben wir auch sicherstellen können. Die schicken wir dann gleich ins Labor, da lässt sich sicher das Auto rausfinden. Ja, da werden wir auf alle Fälle die umliegenden Autowerkstätten überprüfen. Okay. Und schauen, ob die ein Auto reingekriegt haben, wo das vielleicht passen könnte. Ja, passt.
Danke dir. Ja, servus. Ciao, ciao. Servus. Ja. Also, das Opfer war Kulturanthropologin und hat auch Germanistik studiert. Sie macht beruflich verschiedenste Sachen, Kritiken für gewisse Zeitungen und arbeitet auch für die verschiedensten Projekte, unter anderem auch für das hiesige Museum. Was? Beim Zagler Rudi? Na Halleluja! Wieso? Ja, ich kenne den von früher. Und wenn sich der mal in ein Thema verbeißt, dann lässt er nicht mehr aus. Früher, da war es die Esoterik wollen. In der hat er sein Yogi-Tee verkauft. Und jetzt die stille Nacht, das ewige Thema. Ich höre ja nichts Schlechtes, wenn einer was mit Leidenschaft macht. Das hat nichts mit Leidenschaft zu tun. Hauptsache, man verkauft alles. Da wird er heuer eher Freude haben. Wieso? 2018. Jubiläumsjahr. Hm? 1818, 2018. Stille Nacht. Jubiläumsjahr. Hm? Also, wir sind jetzt fertig. Wir bringen die Sachen ins Labor und melden uns dann, wenn wir genaueres wissen. Viert euch. Passt. Und wir zwei, wir schauen uns noch ein bisschen im Museum um. Vielleicht erfahren wir dort mehr über Sie. Gut. Die Frau Dr. Thaler. Ja, ja, die hat ja gerade für uns gearbeitet. Und was genau hat sie da gemacht? Ja, sie... Alte Dokumente hat sie übersetzt und aufbereitet. Ja, das ist eine ganz spannende Geschichte. Wir haben gerade ein Tagebuch vom Moor einer gekriegt. Das hat die Roswitha gerade übersetzt. Marianne, das ist noch gar nicht spruchreif. Und das interessiert die Herren von der Polizei auch gar nicht. Aha, uns interessiert alles. Nur was anderes. Hat sie vielleicht mit irgendwem einen Streit gehabt? Oder hat es eine Konkurrenz gegeben in dem Bereich? Nein, nicht, dass ich wüsste. Weißt du was, Marianne? Nein, sie war ja so ein umgänglicher Mensch. Nein, wart, da war doch letzte Woche das mit der Theaterkritik. Mit was für einer Theaterkritik? Letzte Woche ist so ein Theatermensch zu uns ins Museum reingekommen und wollte mit ihr reden. Er war total aufgebracht und total aufbrausend. Und er hat sich wüst beschimpft, weil seine neue Inszenierung in der Kritik gar nicht gut weggekommen ist. Wie heißt denn der eigentlich? Warten Sie, ich hole Ihnen den Flyer. Da steht eh alles drauf. Danke. Und wenn euch noch was einfallen sollte, dann wisst ihr ja eh, was mir erreichen könnt. Was geht denn eigentlich auf dem Yogi-Tee-Sektor? Das hat sich verlaufen. Ja, ich habe auch gar keine Zeit mehr dafür. Du weißt schon, Jubiläumsjahr, da haben wir so viel zu tun. Ja. Viert euch. Wiederschauen. Wolfgang! Wolfgang! Nein, so geht's nicht. Was habe ich denn gesagt? Strahlen, nicht grinsen. Kennst du den Unterschied? Also, bitte noch einmal. Dann sieht es. Kann man hier nicht ungestört arbeiten? Sehen Sie nicht, dass wir mitten in einer Probe sind? Was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind, dass Sie hier einfach so hereinplatzen können? Kriminalpolizei. Oh. Und was ist so wichtig, dass Sie unsere Probe stören? Naja, ich würde mal sagen, Mord. Aha. Kennen Sie eine Frau Dr. Roswitha Thaler? Nein, kenne ich nicht. Ist mir überhaupt kein Begriff. Naja, Ihre Theaterkritik kennen Sie umso besser. Ach so, die Theaterkritikerin. Naja, zumindest Ihre Schreibweise ist mir ein Begriff. Aber was wollen Sie eigentlich von mir? Naja, uns ist zu Ohren gekommen, dass Sie ziemlich wütend auf die Frau Thaler waren. Ja, vollkommen zu Recht.
Wegen der ihrer mordsschlechten und taktlosen Kritik haben wir unser Stück absetzen müssen, weil es sich nicht mehr verkauft hat. Wann haben Sie die Frau Thaler das letzte Mal gesehen? Als ich sie unlängst im Museum gesucht habe, war sie nicht da. Und vorgestellt hat sie sich nicht bei mir. Soll das heißen, Sie kennen die Frau Thaler gar nicht persönlich? Nein, aber ihre Schreibweise kenne ich, die ja nicht gerade von Wissen und Takt geprägt ist. Wo waren Sie gestern zwischen 19 und 23 Uhr? Na, wo werde ich schon gewesen sein? 2 Tage vor der Premiere. Ja, was glauben Sie? Natürlich hier war ich! Im Theater! Sagen Sie, was fahren Sie eigentlich für Auto? Gar keins. Brauche ich nicht. Komm mit dem E-Bike. Also ein Drecksleiner brauche ich nicht. Und? Was das jetzt? Falls Sie noch mehr von meiner Zeit in Anspruch nehmen wollen, können Sie gerne einen Termin ausmachen, aber nach der Premiere. Und? Haben wir es jetzt? Bitte. Auf Wiedersehen. Toi, toi, toi. Auf geht's, weiter. Na, habe ich die Ehre. Mit dem möchte ich auch meine Zeit nicht verbringen müssen. Der lebt halt für das. Das ist halt seine Leidenschaft. Der eine lebt fürs Theater und der andere richten ihr Leben nach dem Horoskop aus. Du bist eine typische Jungfrau und lust dich mein Horoskop da raus. Aber jetzt fahren wir noch in die Wohnung von der Frau Thaler. Vielleicht finden wir dort noch was. Ja, vielleicht hat die Spurensicherung schon Ergebnis. Schaut so aus, wie wenn die allein da gewohnt wird. Was haben die im Museum gesagt? An was hat sie zuletzt gearbeitet? Sie hat ein Tagebuch vom Moor übersetzt. Tagebuch sage ich aber da keins. Und im Rucksack war doch auch keins, oder? Nein, da war nur Schlüssel, Geld, Handy, Wertkarten etc. Nein, kein Tagebuch. Interessant. Ja. Hallo? Ja, servus. Aha. Okay. Ah, gut, ja. Ja, schick mir die Namen aufs Handy. Aufs Telefon. Passt. Danke. Ciao, ciao. Servus. So, die Spurensicherung hat jetzt den Lack vom Opfer mit der Datenbank abgeglichen. Ich schlage jetzt vor, wir nehmen nur die Autos aus der näheren Umgebung. Weiter können wir ja später auch noch suchen, das waren die Namen. Interessant. Und ich weiß auch schon, bei wem wir als erstes anfangen. Nein, was das liest du? Was liest denn da gerade Interessantes? Das ist aus dem Archiv vom Museum. Aber das muss erst übersetzt werden. So könnt sie es gar nichts damit anfangen. Außer du fragst deine Mutter. Stille Nacht, Shampoo für lockiges Haar. Das war was für die. Das sind die neuen Produkte für das Jubiläumsjahr. Für unseren neuen Museumsshop. Stille Nachte. Hast du dein Yogi-Tee einfach überpickt mit den neuen Etiketten? Ja, das ist alles neu. Was ist mit deinem Auto passiert? Bist du angefahren? Ein Wildschaden halt. Wirklich? Okay. Naja, wir haben jetzt die Analyse von dem Lack am Opfer reingekriegt und das passt halt zufällig genau mit deinem Auto zusammen. Wildschaden? Ja, dann wirst du nichts dagegen haben, wenn wir dein Auto beschlagnahmen nehmen lassen. Und der Form halber überprüfen lassen. Die Kollegen von der Spurensicherung sind eh gleich da. Und das konfiszieren wir gleich mit. Willst du uns nicht endlich die Wahrheit sagen? Ich wollte doch das nicht. Aber wenn das aufkommt, was da drin steht, dann ist meine Existenz ruiniert. Ist
Therese, jetzt bist du dran. Ja, lass dich nicht lang bitten. Na gut, was wollt ihr denn hören? Was Lustiges? Was Ernstes? Was Einwendiges. Also gut. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht nur das traute, heilige Paar. Holder Knabe im lockigen Haar, schlafe in himmlischer Ruhe, schlafe in himmlischer Ruhe. So, und jetzt gibt's eine Runde aufs Haus. Ist das von dir? Hast du das jetzt gerade ausgedacht? So einwendig kennen wir die ja gar nicht. Nein, das habe ich mir schon länger mal ausgedacht. Aber fürs Geschäft ist halt das Lustige besser. Ich habe auch eine zweite Strophe. Wollt ihr es hören? Nur zu. Stille Nacht, heilige Nacht. Gottes Sohn, oh wie lacht, lieb aus deinem göttlichen Mund. Da uns schlägt die rettende Stund, Jesus in deiner Geburt. Ja, schön. Aber göttlichen Mund, meinst du schon? Was heißt da meinst du schon? Das hab ich immer so ausgedacht, das kann ich ja sagen, wie ich will. Ja, eh. Heilige Nacht. Horcht's einmal, da fällt mir auch was dazu ein. Stille Nacht, heilige Nacht. Wo sich heut alle macht. Ah ja, und das ist jetzt besser, oder? Ja, wart, ich bin ja noch nicht fertig. Väterliche Liebe ergoss und als Bruder huldvoll umschloss. Das ist jetzt aber nicht dein Ernst, oder? Jesus, die Völker der Welt. Ich glaube, das ist genauso gut wie lieb aus deinem göttlichen Mund. Naja, also meins klingt schon ein bisschen sanfter als für deins. Ich sag nur, Väter, Völker, Macht. Stille Nacht, heilige Nacht, lange schon ausgedacht. Ach, das klingt doch gesungen auch so schön. Wisst ihr was? Den Text, den schreiben wir jetzt auf. Wenn es ja nur Erinnerung ist an einen lustigen Abend. Und du, Franz, du überlegst eine Melodie dazu. Und nächstes Mal, da singen wir es dann miteinander. Also, wie ist das noch schnell gegangen? Aber unter deinen Strophen möchte ich nur deinen Namen singen. Wenn das aufkommt, dass der Text gar nicht vom Moor allein ist, sondern von der Wirtin Therese, ja, da ändert sich doch auch der Entstehungsort. Stille Nacht, entstanden in Holzhausen. Die besten drei Strophen geschrieben von einer Frau. Wenn das aufkommt, da bin ich ruiniert. Das kann doch wurscht sein. Das ist doch die Sensation. Und das habt ihr es entdeckt. Ich hab keine Ahnung. Ja, was glaubt ihr denn, was ich schon alles an Geld investiert habe in die Sache? Die ganzen Artikel, die habe ich doch vorfinanzieren müssen. Aus der eigenen Tasche. Die Förderungen sind ja noch gar nicht genehmigt. Ja, glaubt ihr, ich kann nur eins von den Artikeln verkaufen mit den Köpfen vom Mohren vom Gruber drauf? Da bin ich ruiniert. Und wegen dem hast du die Frau Dr. Thaler niedergefahren? Ich war in Panik, ich wollte das doch nicht. Naja, das bringt uns halt leider die Frau Thaler auch nicht zurück. Geh mal. Jetzt wirst du dann ausbauen müssen. Wieso? Ja, wenn das die Runde macht, dass die stille Nacht hier da herin entstanden ist, nachher hast du die Bude voll. Okay, was redst denn? Die stille Nacht Bierflaschen kannst du auch schon anschaffen. Und morgen steht die Neuigkeit sicher in alle Zeitungen. Prost. Prost.
Jetzt wird es Zeit, dass ich fertig wäre. Ich komm schon. Ich glaube, ich brauche Urlaub. Puh.